Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Video, was ich euch gefragt habe, ob ihr euch wünscht, und zwar ein Pack-Video zu meinem jetzt anstehenden Trip nach Anaheim. Und ihr habt, die meisten haben wir ja abgestimmt, also da ist es. Ja, ich packe meinen Koffer, es liegt hier alles schon kreuz und quer. Irgendwie mögt ihr diese Pack-Videos. Ja, ich zeige euch wieder, welche Outfits ich mitnehme, welche Gadgets ich mitnehme. Ja, ich hoffe, es ist nicht allzu viel. Ich bin ja nur eine Woche da und möchte natürlich auch was shoppen. Aber ich habe natürlich schon mal ein Outfit für jeden Tag geplant. Wenn ihr übrigens die angezogenen Outfits sehen wollt, schaut mal bei TikTok oder bei Instagram vorbei. Da habe ich nämlich ein Reel hochgeladen oder ein TikTok. Da habe ich nämlich die Sachen alle schon mal angezogen, weil ich musste sie ja natürlich alle anprobieren. Ja, wie gesagt, ich zeige euch meine Outfits, was ich im Handgepäck so mitnehme, was ich im großen Koffer mitnehme. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal kreuz und quer an. Übrigens, wenn ihr irgendwas sucht, was die Gadgets und sowas angeht, habe ich unten in meiner Infobox einen Amazon-Link. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da gibt es verschiedene Kategorien. Das ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, dass wenn ihr was über den Link kauft, ich eine kleine Provision bekomme, aber es euch nichts mehr kostet. Also ja, nutzt gerne meinen Link. Damit supportet ihr mich auch und meinen Kanal so ein bisschen. Und ja, was ich immer gerne mitnehme, sind diese Pack-Cubes. Also da packe ich mal gerne die Outfits dann rein und so weiter. Die kann man dann auch noch so schön kleiner machen. Genau, die habe ich auch von Amazon mal gekauft. Davon habe ich viele verschiedene Größen. Und was ich auch mal mitnehme, ist ein Laundry-Bag. Genau, für meine Dreckwäsche. Den habe ich mal von der Disney Cruise mitgenommen. Und seitdem benutze ich den gerne als Laundry-Bag. Genau, also das ist immer so zu den Packsachen. Da habe ich einige von, wie gesagt, ganz unterschiedliche Größen habe ich davon. Und da packe ich halt meistens immer die Klamotten rein. Für Schuhe gibt es ja auch noch so einen kleinen Turmbeutel. Genau, ja, das erstmal dazu. Ansonsten habe ich hier schon einen Packcube gepackt. Den packe ich jetzt nicht aus. Da sind Schlüppis drin und BHs und Socken und ein Bikini habe ich mal mitgenommen. Weil wir am letzten Tag ja im Pixar-Hotel sind. Ob wir Zeit haben werden, in den Pool zu springen, mal schauen. Aber ich habe ihn mal just in case mitgenommen. Genau, das erstmal zu den Cubes. Kommen wir zum Kosmetikkram, der jetzt komplett auf meinem Schoß liegt. Ja, das ist, glaube ich, aber alles, was ich so mitnehme. Einmal habe ich hier so einen Kosmetikbeutel mit Haarzeug, also Haargummis, Haarspangen, Haarklammern. Da es ja heiß sein wird, werde ich meine Haare wahrscheinlich immer so tragen und dann halt nur für die Fotos runter machen. Also genau, da einmal mein Haarzeug. Muss ich mal hier zur Seite werfen. Meine allerliebste Haarbürste, die haben wir mal auf der Glow bekommen als Goodie. Und die habe ich mir dann nochmal nachgekauft. Da ist jetzt keine Marke mehr drauf. Ah, doch, da. Parsa Beauty, so heißt die. Gab es auch bei Otto zu bestellen. Und die ist super für nasse Haare, aber auch für trockene Haare. Und wirklich eine super tolle Bürste, muss ich sagen. Nutze ich jetzt, wie gesagt, auf Reisen und habe auch eine zu Hause. Also, ne? Die habe ich euch nicht unten verlinkt. Die gibt es, glaube ich, nicht bei Amazon. Dann habe ich hier einfach so einen Mikrofaserlappen für mein Make-up, wenn ich dann abends mein Make-up abmache, dass ich dann nochmal mit so einem Tuch drüber gehe. Das sind hier, die kann man ja waschen. Habe ich auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht von was die sind, Make-up, was auch immer. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich davon auch zwei. Dann habe ich hier meinen Kosmetikbeutel, den ich wahrscheinlich noch ein bisschen ändern werde, weil ich den wahrscheinlich fürs Handgepäck mitnehme. Und dann nehme ich noch einen größeren mit. Aber das ist halt so mein fertig gepackter aus der Schublade. Ich habe das mal in meiner Story gezeigt. Ich habe eine Schublade in meinem Schlafzimmer. Da ist alles drin, was ich zum Reisen gebrauchen kann. Fertig gepackt. Also das ist immer fertig gepackt. Mein Schminkkoffer ist immer fertig gepackt. Da sind zum Beispiel meine Minimaus drin, die ich euch gleich zeige. Immer Hausschuhe, meine ganzen Kabel, die ich brauche. Alles an einem Ort. Das heißt, wenn ich packe, habe ich es relativ einfach. Da hole ich immer die Sachen raus und habe sie direkt schon griffbereit.
und muss nicht mehr alles zusammensuchen. Aber ich reise auch viel, deswegen ist es sehr praktisch. Ja, hier haben wir halt drin Shampoo, ja, da habe ich noch eine Creme drin, Oropax, man weiß ja nie, wie laut es ist oder ob Sam schnarcht, das weiß ich auch nicht. Ich habe ja noch nie mit in einem Bett geschlafen. Dann habe ich hier so iPads mitgenommen, wenn man halt so wenig schlafen wird wie wir, kann man die sich dann morgens oder über Nacht hier unter die Augen noch kleben, dass man einigermaßen was, nach was aussieht. Natürlich Sonnencreme fürs Gesicht. Da benutze ich immer gerne die von Nivea, die mattierende Sonnenschutz, weil es wird sehr heiß werden. Dann ist hier noch so mein Finisher drin fürs Make-up. Das muss eigentlich ein Make-up, weil das war halt für einen Flüssigkeitenbeutel letztes Mal. Hier ist noch Deo drin. Eine Gesichtscreme, Parfüm muss ich noch mitnehmen, Zahnbürste, ja. Unter die Augen so eine Creme für die Augen, ja, also da ist alles Mögliche drin. Wie gesagt, muss ich noch umpacken, in ein bisschen größeren Beutel. Dann habe ich hier mein Make-up-Täschchen, ja, da ist, das habe ich schon benutzt, aber wer mich gut kennt, vor allem meine Daria wird jetzt sagen, du hast noch das Etikett dran. Ich bin tatsächlich immer zu faul, diese Etiketten abzumachen. Nicht, dass ich sie wieder verkaufen würde. Aber irgendwie bin ich immer zu faul, diese Etiketten abzumachen. Deswegen hängt es dran. Aber ich habe schon sau oft unterwegs gehabt. Ja, diesen Kulturbeutel von Stefan, der ist sehr praktisch, weil da alles reinpasst. Und wie gesagt, da ist mein Make-up drin. Puder, Make-up, Brushes, Wimpern. Ganz viele Wimpern sind hier drin. Und. Ja, wie gesagt, das nehme ich auch gern immer mit zum Reisen. Dann habe ich mir eine kleine Apotheke gepackt. Und zwar habe ich da jetzt, weil in Amerika wissen wir ja, die Klimaanlagen sind immer auf minus 80 Grad. Und ich bin da sehr anfällig für. Ich weiß noch, letztes Mal, wo wir in WDW waren, ein Tag und war ich direkt krank. Was wir hoffentlich jetzt nicht haben werden. Ich klopfe mal auf Holz. Aber ich habe mir trotzdem was eingepackt. Da habe ich jetzt Aspirin drin, was gegen Herpes. Dann habe ich hier Mic Day & Night, Nasenspray, Halsspray. Ja, und Halslutschtabletten, wie gesagt. Einfach nur just in case. Hoffentlich brauchen wir es nicht. Dann habe ich hier noch einmal meine Spülung. Ich habe extra so weit aufgehoben, dass ich gerade so viel mitnehmen kann, dass ich die Dose dann wegschmeißen kann. Dann habe ich natürlich Sonnencreme hier mal in groß gekauft, weil jeden Tag wird da die Sonne scheinen. Und da habe ich mir mal einfach eine große Creme gekauft, obwohl ich noch ganz viele kleine habe. Hitzeschutzspray. Warum, kommen wir gleich zu, aber ja, in Amerika muss ich mein Hitzeschutzspray mitnehmen. Dann habe ich hier noch diese Maske mitgenommen, weil kann man so in den Kühlschrank legen und in den, so sieht das dann aus. In Amerika hat man meistens ja Kühlschränke auf den Zimmern, hoffe ich mal. Und das Problem ist bei mir immer, jetzt kommen jetzt die ganzen Wehwehchen, was man so irgendwann im Alter bekommt, weil ich bin ja halt Ü30. Ist jetzt nicht so, dass ich schon mega die Falten habe. Was ich aber habe, wenn ich vor allem müde bin, ist dieses Schlupflied hier bei mir. Das hängt dann irgendwann. Und das ist nervig, wenn ich vor allem mich dann schminken möchte und vor allem einen Lidstrich mache und meine Wimpern draufklebe. Wenn das runterfällt und ich dann auch noch schwitze und es heiß ist und keine Ahnung, dann verklebt das hier und dann ist das immer ganz schlimm. Ja, ich weiß, das sind jetzt total die größten Probleme, die man haben kann. Aber ich versuche das halt, wenn ich dann morgens noch Zeit habe, mir die Maske ins Gesicht zu batschen, dass es wenigstens vielleicht ein bisschen abschwillt in der Hoffnung, weil wie gesagt, viel Schlaf werden wir nicht bekommen, deswegen einmal hier die Maske. Dann Kontaktlinsen, meine Kontaktlinsen, die habe ich von Apollo, das sind hier die. Das sind meine Kontaktlinsen, die muss ich mitnehmen. Und dann nehme ich noch, also nicht die ganze Packung, sondern nehme ein bisschen was mit, für den Rückflug vor allem, Melatonin, dass ich dann auch auf jeden Fall schlafen kann auf dem Rückflug. Nehme ich mir was davon mit. Genau, und ich glaube, auf dem Hinflug werde ich nur kurz einen Nap machen und ja, und dann abends werde ich, glaube ich, keine Probleme haben einzuschlafen. Aber halt für, auf jeden Fall für den Rückflug, dass ich da was habe, dass ich da gut schlafen kann und einigermaßen ausgeruht hier wieder zurückkomme. Machen wir weiter mit so kleinerem Krimskrams und schreibt mir mal unten in die Kommentare, was bei eurem Urlaub oder bei eurem Disney-Trip nie fehlen darf und was ich vielleicht vergessen habe. Ja, dann haben wir natürlich Adapter. Wir haben in Amerika andere Steckdosen.
Dann habe ich hier mal so einen, weil der ganz praktisch ist, weil er unten drei USB und einen kleinen USB-C-Anschluss hat, plus den Stecker. Und dann habe ich aber noch den hier, falls der eine kaputt geht. Das ist so ein universeller für die ganze Welt. Kann man die dann hier an der Seite rausschieben. Und dann hat man ja verschiedene Steckermöglichkeiten. Jetzt habe ich hier aber Europa rausgeschoben. Ja, so sieht das aus. Also zwei Stecker. Auf jeden Fall nicht vergessen, wenn ihr nach Amerika fliegt. Ganz wichtig. Ups. Dann haben wir einmal Hausschuhe, die ich mitnehme aus dem Europapark-Hotel. Die sind klein und handlich, ganz praktisch. Die nehme ich einmal mit. Sollte aber vielleicht noch Flipflops mitnehmen. Fällt mir gerade auf. Das muss ich gleich noch machen, bevor ich es vergesse. Dann meine Schlafmini. Die hat schon die ganze Welt mit mir gesehen. Die habe ich schon vor Ewigkeiten mal auf Mallorca gekauft. Und wie gesagt, mit der schlafe ich immer im Urlaub. Und ja, ich bin 32, aber ja, ich schlafe auch immer noch mit einem Kuscheltier. Dann habe ich mir mein ESTA-Formular nochmal ausgedruckt. Ja, einfach nur, falls Sie es nochmal sehen wollen oder so, ich kein Internet habe. Apropos Internet, ich habe mir auch eine eSIM gekauft, wieder bei Holafly. Kann ich euch gerne auch unten in die Infobox packen, den Link. Habe ich ja schon für Asien gemacht, in Shanghai und in Hongkong und in Vietnam. Hat super funktioniert, habe ich mir jetzt auch für die USA gekauft. Hat, glaube ich, für die ganze Woche irgendwie nur 28 Euro gekostet und habe Unlimited Internet. Genau, also einmal ESTA-Formular noch ausgedruckt, just in case, aber das muss in mein Handgepäck da hinten. Ups. Dann habe ich hier noch diese Tasche mitgenommen, einfach, keine Ahnung, falls ich sie brauche auf dem Rückflug oder so, um noch irgendwas zu verstauen. Die habe ich ja vor kurzem Disneyland gekauft, die ist super praktisch. Kann man auch so nach einem Handgepäckkoffer packen, nur just in case ich noch eine Tasche brauche. Dann, ihr kennt sie, meine Filterflasche, das ist jetzt die für Sam, weil Sam hat noch keine und ich muss ja die gleich noch ausspülen. Und in Amerika auch super praktisch, weil ihr bekommt überall Eiswasser, kostenlos auch. Und es gibt auch Wasserspender und das Wasser tendiert aber auch dort sehr nach Chlor zu schmecken, je nachdem. Und deswegen, meine Filterflasche habe ich auf jeden Fall schon dabei, das ist die für Sam, die ich für bestellt habe. Die mache ich ihr, wie gesagt, noch sauber und da findet ihr den Link auch unten in der Infobox. Aber mittlerweile müssten, glaube ich, 80% von euch diese Flasche schon haben, so oft, wie ich die immer bewerbe. Aber die ist auch wirklich super. Dann meine Kabel, also mein Ladezeug. Ihr wisst, ich nehme 8 Millionen Elektrogeräte mit. Ich habe dann hier so einen Multistecker plus dann noch so Kabel, wo dann auch nochmal mehrere dran sind. Hier zum Beispiel sind 4 USB-C-Kabel dran. Genau, hier sind auch noch drei USB-C-Anschlüsse frei. Genau, also das nehme ich ganz gerne mit, damit ich halt viel über Nacht dann auf einmal laden kann. Und mein Glätteisen muss ich mitnehmen von GHD, weil ich benutze eigentlich sonst nur mein Dyson, ne? Um meine Haare zu föhnen und auch um meine Haare glatt zu machen. Das Problem ist, wie ich auch schon in Orlando hatte, mein Dyson funktioniert dort nicht, weil man eine Spannung von 110 nur in, also der Dyson braucht eine Spannung von 220. Ne, 240, glaube ich. Genau, 240 Volt. Und in Amerika gibt es, glaube ich, nur 100 irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert der Dyson nicht so, wie er soll. Und das GHD-Glätteisen habe ich damals schon in WDW dabei gehabt. Das hat nämlich eine Spannung von 110 bis 240 Volt. Und das funktioniert. Und deswegen brauche ich auch mein Hitzeschutzspray, um mir dann halt wenigstens die Haare mit dem Glätteisen glätten zu können. Also wichtig, auf eure Elektrogeräte schauen. Mit der Spannung hier zum Beispiel so ein Sticker drin, ob ihr die Geräte benutzen könnt. Ein Föhn müsste, glaube ich, im Hotel sein. Wir übernachten übrigens im Marriott Anaheim. Ja, die erste Woche und in der letzten Nacht übernachten wir ja im Pixar Hotel. Das waren die ganzen Gadgets und so weiter, was ich sonst mitnehme. Und jetzt kommen wir zu meinen Outfits. Kommen wir erstmal zu den einzelnen Sachen, die ich so mitnehme. Just in case oder ja, falls ich sie brauche. Und zwar einmal nehme ich einen Hut mit, weil dort wird ja die Sonne scheinen, wenn wir dann irgendwie länger draußen stehen etc. kann ich mir wenigstens einen Hut aufsetzen, weil ich habe kein Hut-Outfit geplant, weil ich auch sehr drunter schwitze. Deswegen, ja, einfach nur, falls wir wirklich in der prallen Sonne stehen, kann ich mir einen Hut aufsetzen. Dann nehme ich eine Bauchtasche mit von Coach und zwar, wenn ihr mein Planvideo gesehen habt, wisst ihr, dass wir abends bei D23 im Honda Center sind. Und da darf man wohl keine Rucksäcke mitnehmen, vor allem auch keine Loungeflies, also auch noch keine kleinen, sondern nur so
ja, das ist so die Maximalgröße, glaube ich, die erlaubt ist. Deswegen nehme ich einmal eine Bauchtasche mit für abends fürs Honda Center, damit ich da ein paar Sachen reinschmeißen kann wenigstens. Genau, die habe ich ja mal von Coach im Sale gekauft. Dann nehme ich mir einfach mal einen schwarzen Rock mit. Dazu habe ich kein Outfit geplant, einfach einen schwarzen und auch einen weißen Rock. Weil, falls ich da irgendwo noch was anderes mal spontan anderes anziehen will, also hier einmal schwarz und einmal weißen Rock, oder wir abends irgendwie zu Target oder Walmart wollen, ich mich umziehen möchte, weil ich so geschwitzt habe den ganzen Tag, dass ich mir irgendwas anderes anziehen kann. Ich habe auch ein paar separate T-Shirts mitgenommen. Aber wir bekommen auch zum Beispiel beim D23 Day so einen Hut, so eine Kappe gratis. Und damit wollte ich vielleicht auch ein Outfit planen, aber da habe ich noch kein T-Shirt. Das heißt, ich müsste mir vielleicht erst noch ein T-Shirt kaufen, etc. Also deswegen habe ich mir einfach mal zwei Röcke mitgenommen, just in case. Und ich habe es auch schon erwähnt, die Klimaanlagen, die machen mir ein bisschen Sorgen immer in Amerika. Deswegen nehme ich einfach mal ein kleines, dünnes, schwarzes Jäckchen mit für meine Outfits, das ich mir dann drüber ziehen kann, wenn es kalt wird. Dann habe ich hier noch so ein weißes Jäckchen. Einfach nur, ja, wie gesagt, ziehe ich nur drüber, wenn ich Indoor bin oder mir kalt ist. Dann habe ich hier noch einfach so ein Tuch, nehme ich auch noch mit. Das kann ich mir um den Hals binden oder halt mir umwerfen. Ja, einfach nur ein bisschen für die Klimaanlagen. Ich habe noch das hier. Vielleicht nehme ich das auch noch mit, weil das passt eigentlich zu zwei meiner Outfits. Mal schauen, einfach nur, ja, ist auch relativ dünn und klein. Ja, das sind so meine Jäckchen, die ich dann plane mitzunehmen. Draußen werde ich die, glaube ich, nicht brauchen, weil es wird jeden Tag um die 28 bis 32 Grad werden. Ja, mein Pyjama. Zeige ich euch jetzt, das ist ein Mickey Mouse Pyjama halt. Kurzärmlich. Und jetzt kommen wir zu den geplanten Outfits. Wie gesagt, eigentlich habe ich für jeden Tag ein Outfit geplant, aber ich plane mir noch dort ein Kleid zu kaufen, was ich jetzt gesehen habe. Ich hoffe, dass ich es bekomme. Ich blende euch gerne mal jetzt ein Bild ein hier, was es bei Instagram gab. Das schreit nach mir und ich finde es so geil. Und das plane ich eigentlich vielleicht am Montag oder am Dienstag dann nochmal anzuziehen. Aber das habe ich aktuell nicht. Das heißt, ich kann euch nur ein Foto zeigen. Und was ich dann plane dazu anzuziehen, sind die Ohren aus Anaheim. Die leuchten auch nachts. Also wäre eigentlich super für abends. Ja, mega cool. Oder alternativ hätte ich auch noch die hier. Ich kann mich halt nicht entscheiden. Die sind halt beide schön. Passen farblich auch beide gut zum Kleid. Deswegen nehme ich wahrscheinlich beide mit. Und vielleicht ziehe ich die erst abends an und die tagsüber. Why not? Ne? Also die zwei plus die Tasche, die ich euch gleich noch zeige, bei einem anderen Outfit, passt auch super zu diesem Kleid. Ich habe versucht, die Taschen so gut es geht mit anderen Sachen noch zu kombinieren, mit anderen Outfits. Dann einmal ein T-Shirt, was ich einfach so mitnehme, just in case. Ich brauche noch irgendwie ein Ersatz-T-Shirt. Einmal das hier mit den Cupcakes, da steht auch Disneyland Paris drauf. Genau, also das ist mein Ersatz-T-Shirt. Und auch das hier nehme ich auch noch mit. Das kann man auch gut zum weißen Rock kombinieren. Da steht da drauf, just enjoy where you are. Und dann ist das Disneyland Anaheim Schloss da drauf. Passt auch gut zu den Disneyland Ohren zum Beispiel. Falls irgendwie doch was schief geht, irgendwie was kaputt geht oder ich zu sehr schwitze und denke, boah, jetzt muss ich mich mal umziehen, habe ich einfach noch ein Backup-Outfit. Dann zum ersten Outfit. Also wir sind ja 3 Tage in den Parks und 3 Tage auf D23. Und dann habe ich, wie gesagt, das Kleid möchte ich einmal im Park anziehen. Das Outfit hier wird an irgendeinem D23-Tag sein. Das kennt ihr auch schon. Das ist eines wirklich meiner Lieblingsoutfits, weil ich liebe Polkadots. Und die Tasche dazu, die ziehe ich bei der Anreise an. Also schon, da zeige ich euch gleich, was ich anziehe zur Anreise. Da zeige ich euch auch die Tasche. Ja, ist einmal hier das Oberteil. Das ist so eine Bluse mit den Punkten. Habe ich mal vor Ewigkeiten bei Stitch Chopé bei Loungefly gekauft. Und der passende Rock dazu, auch von Stitch Chopé bei Loungefly, sieht halt so aus. Ich muss die Röcke auch nochmal alle bügeln. Ja. Also ist wirklich eins meiner Lieblingsoutfits. Das habe ich auch schon im WDW angehabt und ja, trage ich sehr, sehr gerne. Und dazu habe ich auch natürlich auch die passenden Ohren. Genau. Also das ist ein D23-Outfit von mir. Dann habe ich ein zweites Outfit, welches, ja, ich entweder anziehen würde, auch zu D23, oder falls ich das Kleid nicht bekommen sollte, dass ich es dann anziehe. Also ich habe so ein paar Varianten. Erstmal die Tasche, die würde ich auch zu dem Kleid anziehen. Also, oh, schaut euch diese Tasche an. Die ist zwar nicht groß, da passt wirklich nicht viel rein in diese Tasche. Aber die Optik,
Habe ich irgendwann mal bei Bello Shop bestellt aus Shanghai, glaube ich, war es. Ja, mega cool. Wie gesagt, zu dem Kleid und zu dem Outfit, was ich jetzt zeige. Und zwar ist es auch ein Kleid, ein Rock von Stitch Chopé bei Loungefly. Die gibt es aber leider aktuell. Alle Röcke, die ich euch jetzt zeige, gibt es nicht mehr. Und zwar ist das der mit den drei Feen und dem Schloss, Dornröschenschloss in der Mitte. Ja, mega schön. Lieb diese Röcke. Und dann das passende Oberteil dazu. Ist einfach eine rosa und hier steht Once Upon a Dream, glaube ich. Ja, Once Upon a Dream. Wie gesagt, angezogen könnt ihr die bei Instagram oder bei TikTok sehen. Und die passenden Ohren dazu, auch liebe ich abgöttisch diese Ohren. Die sind so schön. Ja. Very cute. Ja, weiteres Park-Outfit von mir wird Mickey's Runaway Railway sein. Und zwar ist es ja eine meiner Lieblingsattraktionen aus WDW und die Attraktion gibt es ja auch dort. Und dort gibt es ja so ein kleines Mickey-Town auch. Und deswegen muss ich die Ohren anziehen. Die hatte ich auch noch nie an. Ja, mega süß. Dazu habe ich mir ein Kleid bestellt bei Shein. Ich muss mal kurz hier mich ordnen. Genau, das ist hier so ein rotes, fällt schon die Tasche runter. Ja, so ein rotes Kleid von Shein. Habe ich auch in Pink gekauft. Das hat das dann so Barbie-Vibes. Genau, das ziehe ich dazu an. Und dazu habe ich mir noch eine Tasche gekauft. Und zwar hier diese mega coole Minnie-Maus-Picknick-Tasche in Rot. Und da passt auch echt viel rein. Und was daran richtig cool ist, da kann man hier nämlich hinten aufmachen. Und dann ist da so ein Netz und da kann man dazu auch seine Trinkflasche reintun. Also richtig praktisch. Genau. Könnte theoretisch auch fürs Honda-Stadion gehen, von der Größe her. Mal schauen. Aber genau, das ist dann mein Outfit für Tag. Also entweder Montag oder Dienstag dann halt, weil Montag, Dienstag entweder das Schlosskleid oder halt dann das. Was ich jetzt euch zeige, wird auf jeden Fall am Donnerstag angezogen zum D23 Day, weil dort wird es Lotso zum Treffen geben und ich möchte unbedingt jetzt mal Lotso treffen. In Asien hat es ja nicht funktioniert und deswegen habe ich ein Lotso-Outfit. Ihr kennt die Tasche schon? Meine Lotso-Tasche. Ja, richtig süß. Riecht ein bisschen. Ja, riecht ein bisschen nach Erdbeere. Dazu habe ich auch ein Kleid von Shein mit Erdbeeren drauf. Könnten auch ein bisschen Tomaten sein, muss ich sagen. Also Raum für Interpretation. Das ist auch von Shein. Ist so ein Tüllüberrock. Ist auch ein bisschen länger. Und ja, sieht einfach mega schön aus. Auch allein die Farbe. Und dazu habe ich halt die Ohren noch oder halt die Schleife, die ich aus Asien gekauft habe. Ja, also richtig cutes Outfit. Und ja, drückt mir die Daumen, dass wir Lotso treffen. Dann ein weiteres Outfit für D23, was ich jetzt wahrscheinlich am ersten Tag anziehe, weil die Logos und so weiter mit D23 zeigen Mickey als Sorcerer. Und da dachte ich, hey, du hast doch einen Rock mit Mickey Sorcerer. Auch von Stitch Chopé bei Loungefly. Und deswegen ziehe ich den dann an. Am ersten Tag, wie gesagt, wahrscheinlich. Jetzt einen Reißverschlüsse mal zumachen. Und bügeln muss ich sie alle. Obwohl wahrscheinlich eh wieder alle zerknittert sind. Wenn auch Platz ist, vielleicht nehme ich meinen Steamer mit. Aber ich weiß nicht, ob er dann funktioniert. Muss ich das mal auf die Wollzahl gucken. Also das ist mein Rock von Mickey Sorcerer. Wie gesagt, auch von Stitch Chopé bei Loungefly. Ich glaube, aktuell gibt es keine neue Kollektion mehr von denen. Irgendwie haben sie es eingestellt, warum auch immer. Und das T-Shirt dann dazu, das passende, ist auch von Stitch Chopé. Also die, wenn man, es gibt ja immer dann einen Rock und ein T-Shirt, ein passendes. Und ich habe immer versucht, beides dann zusammen zu bestellen. Und dann natürlich meine Mickey Sorcerer Ohren. Dann habe ich noch ein Outfit für den letzten Tag und zwar im Pixar Hotel, da übernachten wir ja. Und da habe ich mir natürlich ein Toy Story Pixar Outfit rausgesucht. Dazu kombiniere ich die Lotso-Tasche, die ich euch eben gezeigt habe. Und dann auch wieder mein schöner Rock von Stitch Chopé bei Loungefly mit Toy Story. Den kennt ihr auch schon, habe ich auch schon öfter getragen. Ja, mega süß, die ganzen Toy Story Charaktere drauf. Dann natürlich auch das passende T-Shirt von Toy Story. Von Stitch Chopé bei Loungefly. Und da es ja ein Pixar-Hotel ist und ich mich nicht nur auf Toy Story fokussieren wollte, nehme ich die Together-Ohren mit. Die gibt es ja auch dort nicht. Und ich weiß, die Amis feiern immer so Sachen, die es bei denen nicht gibt. Und ja, die Show Together, a Pixar Musical Adventure, gibt es ja nur bei uns im Disneyland Paris. Und deswegen nehme ich die Pixar-Ohren mit. Passt natürlich auch super zum Rock, weil der Ball ja in der Mitte ist. Aber da haben wir auch noch die anderen Pixar-Charaktere. Und ja, mega cool.
Das ist das letzte Outfit, was ich geplant habe. Jetzt zeige ich euch noch die Schuhe, mein Anreiseoutfit und mein Handgepäck. Ja, die Schuhe, die ich mitnehme, ich nehme nur zwei Paar mit. Also eins ziehe ich an und eins nehme ich noch mit. Und zwar nehme ich ein paar Sandalen mit. Die habe ich mir erst vor kurzem jetzt gekauft bei Zalando. Gibt es auch in Schwarz, habe ich mir auch bestellt, weil die so bequem sind und so cool aussehen. Und zwar sind das die hier. Die nehme ich einmal mit in Weiß. Passen halt auch zu meisten Outfits. Die sind von Cesar Gaspari, was auch immer. Ja, also wie gesagt, habe ich mir auch in Schwarz noch bestellt. Die sind bequem und sehen mega cool aus. Und das zweite Paar, was ich dann auch zum Fliegen anziehe, sind meine heißgeliebten Nikes. Die habe ich auch in Schwarz und in Rosa und in Weiß. Ja, die sind super bequem für die Parks, echt praktisch. Und ja, das ist dann ein Teil meines Reiseoutfits. Dann Kompressionsstrümpfe, ja, ja, müssen auch sein. Dann meine Tasche, die ich dann auch zu den Mickey Mouse und Minnie Mouse Outfits kombiniere, ist die hier, die ich mitnehme. Da passt auch immer sehr viel rein. Sehr, sehr praktisch. Die nehme ich dann als Handtasche mit zum Fliegen. Hier so einen schönen Brustgurt. Und dann als Leggings, wo haben wir es denn? Nehme ich die Disneyland Paris schwarze lange Leggings mit, wo ja, von Spirit Jersey, die ich mal gekauft habe. Dazu dann, ich weiß nicht, ob ich ihn jeweils brauchen werde, vielleicht im Flug, wenn kalt ist, den Spirit Jersey. Also das ist das einzige langärmelige, was ich dann, also außer diese Jäckchen da mitnehme. Aber ja, einfach nur für den Flug, falls mir kalt ist oder so. Jetzt ist hier irgendwas runtergefallen, oder? Nö. Okay, doch nicht. Genau, also dann passend halt zu der Leggings. Und dann auf dem Hinflug werde ich das T-Shirt hier anziehen. Genau, please return to Disneyland, das passt ja perfekt. Und für den Rückflug habe ich einfach meine Lieblings-Adidas-Shirts zum Fliegen. Das habe ich auch in Weiß, habe ich mal gekauft und das passt irgendwie so gut zum Reisen mit dem Weltraum und so. Adidas World und das ziehe ich halt dann für den Rückflug an. Genau, das sind meine Travel-Outfits. Ansonsten in meinem Handgepäck, also ich nehme noch so einen kleinen Handgepäckkoffer mit. Da wird aber auf dem Hinflug nicht so viel drin sein, muss ich sagen. Mal gucken. Als Rucksack für den Trip nehme ich den hier mit von Loungefly mit den Schlössern. Der ist ja auch aus Anaheim. Der ist richtig cool. Und da passt auch einiges rein. Genau, hier drin haben wir meinen Reisepass schon mal. Ne, braucht man ja auch. Dann habe ich hier mein Desinfektionsmittel schon mal und mein Magic Band Plus. In Anaheim funktionieren nur die Magic Band Plus. Zur Info. Da musste Sabrina mir ihr Ladekabel leihen, weil ich meins irgendwie nicht finden konnte. Also ja, mein Magic Band Plus ist aufgeladen, auch schon bereit. Wie gesagt, das wird mein Rucksack für die Woche sein. Mehr Rucksäcke nehme ich nicht mit. Ansonsten habe ich hier so ein Nackenkissen. Das habe ich mal in Dubai gekauft. Das kann man dann hier so drum binden. So, ne, kennen wir. Dann habe ich hier noch drin das Esther-Formular, was ich eben reingeworfen habe. Meine Schlafmaske. Dann habe ich hier noch so ein Hand, so eine Art Fächer noch mitgenommen. Falls irgendwie mein Ventilator, der Akku leer geht oder so. Apropos, ich muss noch den anderen Ventilator aus meinem Rucksack holen. Ja, mein Nackenventilator ist hier schon drin. Den nehme ich auf jeden Fall auch mit, weil es heiß wird. Dann noch ein paar Snacks für den Flug. Die liebe ich hier. Gibt es hier in der Schweiz bei Migros. Saatencracker und hier auch nochmal Gummibärchen, damit ich was zu knabbern habe. Dann hier meinen Geldbeutel, habe ich noch ein bisschen was von Dollar drin. Ein Autogrammbuch nehme ich mit. Jetzt hier das mit Duffy und Friends, weil wir auch viele Charaktere treffen werden. Hier, ich habe auch schon ein paar unterschrieben, sehe ich gerade. Aber ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Charaktere treffen und deswegen nehme ich ein Autogrammbuch mit. Einfach an meinem Prinzessin-Frühstück. Auch seltene Charaktere. Und Zahnseide habe ich hier noch im Handgepäck. Und, oh Gott, Sitzkissen. Zwei Stück. Eins für Sam, eins für mich. Die sind auch super praktisch, wenn man wartet. Ihr kennt sie bereits. Mein Hocker nehme ich nicht mit. Und die letzten Sachen in meinem... Jetzt ziehe ich das Ding mal hier wieder aus. Wird nämlich heiß hier drin. Und warte, Moment. Ah, meine Sonnenbrillen. Nehme ich auch mal gerne mit dem Handgepäck. Genau, einmal hier die nehme ich mit, einmal hier die. Dann nehme ich noch eine schwarze Mickey mit. Die muss ich aber noch zum Optiker bringen, weil die mir immer runterfällt. Dann noch eine normale Sonnenbrille, falls es nicht passt. Sam bringt mir noch eine Lotso-Sonnenbrille mit, die sie mir gekauft hat in Hongkong.
Und das Letzte, was ich hier drin habe, ist dieses Handtuch. Habt ihr in meinem Haul schon gesehen. Das ist von Duffy & Friends. Das ist so ein kühles Handtuch. Kann man nass machen und sich rüber um den Nacken legen. Ja, dann muss ich noch die Flipflops einpacken und meinen Handventilator, den ich auch super finde. Habe ich euch auch mal unten verlinkt. Kofferwaage kommt noch mit und das war's. Reicht ja auch für eine Woche, ne? Also, will ja auch noch was shoppen, ne? Ja, das war mein Packvideo. Ich hoffe, es war für euch interessant und ich freue mich sehr. Also, wenn das Video online ist, bin ich ja schon da und bringe euch ganz viele tonnenweise Videos mit aus Anaheim. Und ja, denkt dran, dran zu bleiben, auf Instagram zu schauen. Da werde ich auch immer Stories hochladen. Aber denkt an die 9 Stunden Zeitverschiebung nach hinten. Und ja, ich freue mich, euch mitzunehmen auf meiner Reise. Bin sehr aufgeregt, auch 2 Tage arbeiten und dann geht's für mich los. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.